Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video. Es ist wieder ein Crime-Video, aber heute, bevor wir mit dem Fall anfangen, möchte ich euch einmal den Sponsor dieses Videos vorstellen und das ist NordVPN. Ihr kennt NordVPN vielleicht schon, weil ich euch vor ein paar Jahren das Ganze schon mal vorgestellt habe und das, weil ich wirklich diesen Service auch aktiv in der Recherche nutze. Warum das ist, das erkläre ich euch gleich genauer. Allgemein ist es immer sehr ratsam, wenn ihr im Internet unterwegs seid, ein VPN zu benutzen, um euch selbst zu schützen und um eure Daten zu schützen. Um eure Daten sicher zu verschlüsseln, nutzt NordVPN über 5500 Server in 59 verschiedenen Ländern und es gibt eine Doppelverschlüsselung über zwei NordVPN-Server, sodass ihr da wirklich sicher seid mit euren Daten. Die Daten werden auch vor Ort nicht gespeichert, das sind festplattenlose Server. Das heißt, auch da müsst ihr euch um eure Sicherheit keine Sorgen machen. Ihr könnt das Ganze auf bis zu 6 Geräten nutzen, das heißt dann nicht nur zu Hause an eurem PC, sondern auch auf eurem Laptop, wenn ihr irgendwie auf Reisen seid oder auf eurem Handy, ganz wichtig. Ihr könnt das Ganze auch auf allen möglichen Betriebssystemen nutzen, Windows, iOS, Android. Da gibt es wirklich keine Einschränkungen. Und ihr bekommt zusätzlich dazu noch den Bedrohungsschutz, der Tracker und Viren und Werbung wegblockieren kann, damit ihr wirklich ein gutes Erlebnis und vor allem ein sicheres Erlebnis im Internet habt. Mit meinem Link, ich werde ihn euch hier nochmal einblenden und auch unten in die Infobox packen, bekommt ihr jetzt auf den 2-Jahres-Plan einen Discount von 4 Monaten, was ein sehr großer Discount ist. Ihr könnt da sehr gerne reinklicken und euch das Ganze mal anschauen. Wie gesagt, ich habe ja schon vor Jahren euch NordVPN vorgestellt und nutze es auch immer noch aktiv, weil ich es für meine Recherche brauche und weil man eben diesen Sicherheitsaspekt normalerweise nicht so viel bedenkt, man es aber viel mehr tun sollte tatsächlich. Und deswegen halte ich euch dazu an, euch da allgemein so ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Schaut sehr, sehr gerne rein. Vielen, vielen Dank an NordVPN, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Und Dankeschön auch an euch, meine Zuschauer, dass ihr mir solche Sponsorings ermöglicht und meinem Kanal damit helft. Jetzt geht's weiter mit dem heutigen Fall. Im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Jill Maher. Jill Maher wurde als Jillian Edie McKeon am 27. Oktober 1983 in Drogheda in Irland geboren. Sie war die Tochter von Edith McKeon und George McKeon und hatte noch einen Bruder mit dem Namen Michael. Ihr Vater George arbeitete als Finanzermittler für MK Corporate Services und den größten Teil ihrer Kindheit hat Jill zunächst auch in Drogheda verbracht. Hier wuchs sie auf, bis sie 9 Jahre alt war. Dann hat ihr Vater ein Jobangebot aus Perth in Australien bekommen, das er nicht abschlagen konnte oder wollte und die ganze Familie ist dann nach Australien ausgewandert. Hier ist Jill dann auch zur Schule gegangen. Sie ging zunächst auf die Bull Creek Primary School und dann auf die Rosemoyne High School und blieb hier in Australien bis 1996, also bis sie 13 Jahre alt war. Dieser Umzug war zunächst natürlich eine riesengroße Umstellung für die ganze Familie, auch insbesondere für Jill, weil sie noch so ein junges Mädchen war und sie natürlich auch ihre ganzen Freunde dort in Irland hatte, aber sie hat dann auch in Australien, in Perth, sehr schnell Anschluss gefunden. Eine Freundin, die sie hier gefunden hat, war eine Frau mit dem Namen Tanya Hallett und sie hat erzählt, dass Jill direkt auf sie sehr positiv gewirkt hat, weil sie so ein lebensfrohes und aufgedrehtes, extrovertiertes Mädchen war, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, mit ihr Zeit zu verbringen. Sie und Jill teilten auch das Interesse für Schauspiel und waren dann auch in der Schule später zusammen in einigen Vorführungen und haben sich da eben sehr viel drüber connecten können, haben sich sehr viel ausgetauscht und auch zusammen proben können. Und sie erinnert sich auch daran zurück, dass sie eigentlich immer zu Jills Geburtstag, weil der so nah an Halloween war, zu Jill nach Hause gegangen sind und da schon mal sich verkleidet haben und sich vorbereitet haben auf Halloween. Und ja, das sind Erinnerungen, die sie sehr in ihrem Herzen trägt. Sie hat gesagt, dass sie Jill sehr gerne hatte und traurig war, als sie dann später zurückgegangen ist nach Irland und dass sie immer gehofft hat, dass die beiden vielleicht irgendwann mal wieder in Kontakt treten können und sich austauschen können, wo sie jetzt stehen im Leben. Zurück in Irland ist Jill dann zunächst auf die Drogheda Grammar School gegangen und dann auf St. Oliver's Community College. Es heißt in den Quellen, dass sie jetzt nie diejenige war, die die besten Noten hatte oder die da irgendwie durch besonders starkes Engagement herausgestochen ist. Sie war immer so das solide Mittelfeld, aber dadurch, dass sie so extrovertiert war und viel auf Leute zugegangen ist, dass sie sehr präsent war,
wusste man von Jill. Also jeder hatte schon mal was von Jill gehört oder irgendwie von ihr mitbekommen, einfach weil sie ja jemand war, der sehr viel Aufmerksamkeit auch auf sich zog. 2004 sind Jills Eltern dann wieder nach Australien gegangen, nach Perth, und haben hier angefangen, sich ihr Leben aufzubauen. Sie wollten sich hier quasi niederlassen. Jill ist allerdings zunächst in Irland geblieben, in ihrer Heimat, und hat hier weiter studiert. Sie ging an das University College in Dublin und hat hier dann auch ihren Bachelor of Arts gemacht. Sie hat dann später auch noch ein paar andere Abschlüsse gemacht, da werde ich gleich genauer drauf eingehen, und hat nebenher, um sich zu finanzieren, in einer Bar gearbeitet. Sie hatte unter anderem einen Abschluss in Projektmanagement und Eventmanagement. Sie hat außerdem Englisch studiert, Soziologie und Psychologie für ihren Bachelor of Arts, und dann nebenher, neben ihrem sehr intensiven Studium und ihrer Arbeit, hat sie dann auch noch geschauspielert in ein paar kleinen Aufführungen und hat Kurzgeschichten und Gedichte geschrieben. Auch hier an der Uni hat Jill schnell Anschluss gefunden. Sie hat geraucht und hat wohl an einem Tag in der Raucherecke dann auch direkt Kontakt geknüpft, relativ am Anfang, mit einer anderen jungen Frau, Julie Cullen. Und Julie sollte später sagen, dass sie direkt angezogen war von Jill, weil sie so eine beeindruckende Persönlichkeit hatte, weil sie einfach immer so direkt auf Leute zugehen konnte, weil sie überhaupt keine Scheu hatte, irgendwie mit anderen in Kontakt zu treten und immer sehr nett jedem gegenübergetreten ist. Das hat dann auch dafür gesorgt, dass sich noch eine dritte junge Frau der Gruppe angeschlossen hat mit dem Namen Rebecca Walls, und die drei waren dann quasi so die Kerngruppe. Sie haben noch, weil Jill so extrovertiert war, natürlich auch immer neue Leute kennengelernt, aber das waren so die drei Freundinnen, die zusammen dieses Studium bestritten haben. Julie sollte sich später auch in Gesprächen daran erinnern, dass Jill sehr viel über Australien geredet hat. Sie hat das nie so richtig hinter sich gelassen. Sie hat nie mit Australien abgeschlossen. Sie hatte eigentlich nur positive Erinnerungen. Ihre Familie war jetzt auch dort. Sie hat viel davon geschwärmt, wie schön das Leben dort war, und auch sehr viel von der Sonne geschwärmt, was Julie ein bisschen lustig fand, weil Jill eher blass war und nicht so viel rausgegangen ist, wozu ich gut relaten kann, zumindest zu dem Blasssein, wahrscheinlich auch zu dem Rausgehen. Aber trotzdem hat Jill immer davon gesprochen, dass sie Australien wirklich sehr geliebt hat. Und Julie hatte auch das Gefühl, dass Jill sich mehr gefühlt hat wie eine Australierin als wie eine Irin. Obwohl sie dort lebte und dort aufgewachsen ist zum Großteil, hat sie immer irgendwie so ihren Weg zurück nach Australien gefühlt oder hatte so diesen Drang, wieder zurückzugehen. An der Uni hat Jill jedoch nicht nur viele Freunde gefunden und neue Bekanntschaften gemacht, sondern sie hat dort auch ihren zukünftigen Ehemann kennengelernt, einen Mann mit dem Namen Tom Marr. Tom und sie sollen allen Angaben zufolge ein sehr harmonisches Ehepaar gewesen sein. Alle waren sogar schon ein bisschen neidisch darauf, dass es nach außen hin so ein bisschen so gewirkt hat, als ob die beiden nie Probleme hatten, die sie bestimmt hatten, wie jedes Paar mal. Aber allgemein waren sie wohl recht harmonisch und haben sehr gut zusammengepasst. Sie haben dann auch 2008 geheiratet. Nach ihrem Abschluss ist Jill dann erstmal zu einem irischen Sender gegangen, hat da einen Job angenommen beim RTE. Und dann 2009, ein Jahr nach der Eheschließung, sind sie und Tom dann auch nach Australien ausgewandert und sie ist nach Melbourne gezogen. Nicht wirklich in die Nähe von ihrer Familie, die ja noch in Perth gelebt haben, also das ist wirklich eine sehr, sehr weite Strecke. Aber die beiden haben sich dann für Melbourne entschieden und hier angefangen, ihr Leben aufzubauen. Jill hatte hier auch einen Job bei der Australian Broadcasting Corporation, bei dem ABC, das kennt ihr bestimmt auch alle, und war hier sehr glücklich, hat auch direkt mit ihren Kollegen Anschluss gefunden. Durch ihre extrovertierte Art hat sie da auch direkt Freundschaften geschlossen. Also das waren nicht nur so Arbeitsbekanntschaften. Ihre Eltern hat sie natürlich trotzdem regelmäßig besucht. Vor allem dann an einem Punkt, als sie eigentlich für einen Heimaturlaub zurück in Irland war, um Freunde zu besuchen, und ihr Vater einen Schlaganfall hatte. Da hat sie sich dann natürlich sofort ins Flugzeug gesetzt und ist zurückgefahren, um nach ihren Eltern zu sehen. Also sie hat sich schon viel bemüht, dann auch vor Ort zu sein, wenn sie gebraucht wurde, und ihre Familie regelmäßig zu sehen. Bei besagtem Urlaub in der Heimat in Irland hat sie sich dann auch mit ihrem Onkel getroffen, Michael. Und der hat dann davon erzählt, dass sie sich zusammengesetzt hat mit ihren drei Cousinen und geschwärmt hat über ihr Leben in Melbourne. Also, dass sie wirklich gestrahlt hat, wenn sie darüber geredet hat, wie glücklich sie war mit dem neuen Job, wie glücklich sie war, jetzt in Australien mit ihrem Mann zu leben. Und das schien wirklich das Leben zu sein, für das sie bestimmt war, das sie sich gewünscht hatte.
Er hat gesagt, dass sie eine sehr, sehr willensstarke Person war und dass sie eine sehr große Persönlichkeit hatte, dass sie sehr hart gearbeitet hat und dass sie aber gleichzeitig eben auch so fröhlich und extrovertiert war, dass man sie gerne um sich rum hatte und er war stolz auf seine Nichte. Am 21. September 2012 nahm Jill teil an einer Party für eine Arbeitskollegin, die Geburtstag gehabt hatte. Und es war nach der Arbeit, haben sich eben alle nochmal zusammengetan und diese Kollegin gefeiert. Um 9 Uhr hat sie die Party dann mit anderen Kollegen verlassen und sie sind zusammen in die Brunswick Green Hotel Bar in der Sydney Road in Brunswick gegangen, um hier nochmal etwas zu trinken. Die Party dort war dann gegen 1 Uhr morgens beendet. Alle wollten langsam nach Hause gehen, bis auf Jill und eine Freundin von der Arbeit, die sich dann entschieden haben, noch ein Stückchen die Straße runterzugehen zu einer Bar mit dem Namen Bar Etiquette. Und hier wollten sie dann nochmal einen Drink zusammen trinken, bevor die beiden dann auch nach Hause gehen wollten. Um 1.30 Uhr war der Abend auch für die beiden vorbei. Ihre Freundin wollte dann auch langsam heimgehen und hat sich ein Taxi gerufen, auch Jill angeboten, sie mitzunehmen. Diese sagte jedoch, dass es sich nicht lohnen würde, jetzt mit ins Taxi zu steigen, denn sie wohnte nur ungefähr 700 Meter entfernt von dieser Bar und wollte dann einfach den Weg zu Fuß zurücklegen. Auf ihrem Weg hat Jill dann nochmal kurz ihren Bruder Michael angerufen und mit ihm darüber gesprochen, wie es ihrem Vater ging, der immer noch in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand war. Das Gespräch hat wohl aber nicht besonders lange gedauert, bevor die beiden sich dann verabschiedet haben. Das war das letzte Mal, dass jemand etwas von Jill hörte. Ihr Ehemann Tom wachte dann mitten in der Nacht noch vor 4 Uhr morgens auf und merkte, dass Jill nicht neben ihm lag, dass sie nicht nach Hause gekommen war. Und er wusste zwar, dass sie mit Freunden unterwegs war den Abend, aber das war doch schon sehr ungewöhnlich. Er hatte auch keine Nachricht von ihr, dass sie später kommen würde. Und er hat dann versucht, sie anzurufen. Alle Versuche, sie zu erreichen, waren jedoch erfolglos. Es tutete ein paar Mal und dann ging das Ganze zu der Mobilbox über. Er hat mehrfach versucht, sie anzurufen und sie nicht erreicht. Auch ihre Freunde wussten nicht, wo sie war, zumindest die, die er um diese Uhrzeit noch erreichen konnte. Und deswegen hat sich Tom dann etwas angezogen und ist raus auf die Straße gegangen, hat in Nebenstraßen geguckt und nach seiner Frau gesucht. Nachdem er auch hier keine Spur von ihr gefunden hat, hat er sie dann bei der Polizei als vermisst gemeldet. Und sobald alle Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen aus der Gegend ebenfalls dann wach wurden, haben sie sich direkt an den Suchen beteiligt. Ihre Kollegen haben auf Twitter gepostet, direkt bekannt gemacht, dass sie verschwunden ist und versucht, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen und versucht, irgendwelche Hinweise einzuholen, was mit Jill geschehen sein könnte. Auch die Ermittler tappten zunächst im Dunkeln, denn es gab keine wirklichen Anzeichen, was mit Jill geschehen sein könnte. Es schien, als ob sie sich einfach auf dem Nachhauseweg in Luft aufgelöst hatte. Ihr Handy war dann irgendwann auch ausgeschaltet, weswegen man sich ab dem Punkt sicher war, dass sie nicht einfach irgendwo anders übernachtet hatte, weil dann hätte sie sich irgendwann wieder gemeldet. Ihre ganzen Bankkonten wurden nicht angerührt. Sie hat kein Geld abgehoben oder mit Karte gezahlt. Und auch sonst niemand aus ihrem Umfeld hatte etwas von ihr gehört. Die letzte Person, die sie gesehen hatte, war die Freundin, mit der sie eben noch einen Drink getrunken hatte. Michael, ihr Bruder, war der Letzte, der ihre Stimme gehört hatte. Aber auch da klang sie normal, nicht als ob sie irgendwie Angst hätte. Sie hat auch nichts von Plänen erzählt, ihren Mann zu verlassen oder bei irgendwem anders zu schlafen. Es machte einfach keinen Sinn. Direkt hat man dann Suchen angestellt rund um diesen Pub, wo sie zuletzt gesehen wurde. Die Straßen wurden abgesucht, Leute wurden befragt, Flyer wurden verteilt. Und ihre Arbeitskollegen und Freunde haben dann noch am 23. September eine Facebook-Gruppe erstellt mit dem Namen Help Us Find Jill Marr. Und sie haben hier nochmal die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, nach ihr Ausschau zu halten und mögliche Zeugen gebeten, vorzukommen und sich bei der Polizei zu melden. Am gleichen Tag, Sonntag, den 23. September um 15 Uhr, hat die Polizei dann ihr erstes offizielles Statement zum Verschwinden von Jill Marr gemacht. Sie haben auch hier die Öffentlichkeit nochmal dazu angehalten, sich zu melden, falls sie irgendwelche Hinweise hätten. Schon einen Tag nach diesem Statement, am 24. September, fand man dann Jills Handtasche in einer Gasse an der Hope Street in Brunswick. Und das war für die Ermittler seltsam, denn Detective Inspector John Potter, der die Ermittlungen leitete in diesem Fall, sagte, dass sie am Wochenende rund um Jills Verschwinden diese Straße mehrfach abgesucht hatten. Ermittler waren immer wieder alle Straßen, alle Gassen abgegangen, um nach möglichen Anzeichen zu suchen, was mit Jill geschehen sein könnte. Und man hat diese Tasche erst am Montag nach dem Statement gefunden, was die Ermittler davon ausgehen ließ, dass entweder die Beamten ja sehr schlampig
gearbeitet hatten und einfach die Tasche übersehen hatten oder dass jemand von dem Statement mitbekommen hatte und die Tasche ganz bewusst dann hier platziert hatte. Ohne weitere Hinweise darauf, was mit Jill geschehen sein könnte, hat man sich, wie eigentlich immer in diesen Ermittlungen, wieder von innen nach außen bewegt. Das heißt, man hat sich erst die Person in ihrem näheren Umfeld genauer angeguckt und diese befragt. Und weil der Fall von Anfang an, wie gesagt, auf Twitter, auf Facebook sehr präsent war und auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, haben sich viele Leute, besonders auf Twitter, direkt auf Tom, auf Jills Ehemann eingeschossen und ihm unterstellt, er hätte was mit ihr zu tun gehabt. Es sei komisch, dass ihm aufgefallen ist, mitten in der Nacht, dass sie nicht da war, dass er sie vermisst gemeldet hat. Und häufig, wenn ich über solche Fälle berichte, ist ja der Partner dann auch die Person, die schnell in den Fokus gerät. Allerdings haben die Ermittler Tom sehr schnell dann ausgeschlossen. Sie haben mit ihm geredet, sie haben sich seine Handydaten angeguckt und festgestellt, dass alles, was er sagte, mit seinen Handydaten übereinstimmte. Wann er wo war, dass er bis 4 Uhr morgens noch in der Wohnung gewesen ist, dass er dann die Straßen auf und ab gegangen ist, um nach ihr zu suchen. Es schien alles Sinn zu machen und deswegen wurde Tom dann ausgeschlossen. Die Ermittler haben dann auch später gesagt, dass solche Sachen ebenfalls super wichtig sind in den Ermittlungen, auch Personen auszuschließen, besonders Menschen aus dem näheren Umfeld, die vielleicht ohnehin in der Öffentlichkeit schneller verdächtigt werden, auf den sozialen Medien schneller verdächtigt werden, weil die Ermittler dann ganz klar sagen können, wir wissen noch nicht, wer es war oder wir werden vielleicht nie wissen, wer es war, aber diese Person ist es auf jeden Fall nicht, damit sich in den Medien und in den sozialen Medien nicht auf diese Person eingeschossen wird. Kurz nachdem man Jills Handtasche gefunden hat, hat man in der Umgebung, in den Straßen drumherum auch eine Packung Zigaretten gefunden, die gleiche Marke, die Jill rauchte und einen Stift mit dem ABC-Logo darauf, dem Sender, bei dem Jill gearbeitet hat. In der Nähe von dem Ort, wo man diese Sachen gefunden hat, hat dann auch ein Tatort-Experte sich ein Stückchen Rasen genauer angesehen, hat gesagt in einer Gasse, dass er das Gefühl hat, dass möglicherweise dadurch, dass es alles so platt gelegen war, es sein könnte, dass hier eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Direkt an dem Montag nach Jills Verschwinden war die Medienaufmerksamkeit für diesen Fall sehr groß. Kamerateams sind den Ermittlern und den Suchenden durch die Straßen gefolgt, sind ihnen hinterhergegangen in Läden, wo sie Ladenbesitzer gefragt haben. Also in der Öffentlichkeit war dieser Fall von Anfang an sehr präsent. Er wurde sehr viel in den Medien aufgearbeitet, was auch später noch relevant werden wird in diesem Video. Die Ermittler haben dann unter anderem mit Ladenbesitzern gesprochen, weil sie Überwachungskameraaufnahmen sammeln wollten. Davon, wo Jill langgegangen sein könnte, vielleicht konnte man hier irgendeinen Anhaltspunkt dafür finden, was mit ihr geschehen war. Und tatsächlich soll man ihren Weg einigermaßen nachvollzogen haben. Ich werde euch jetzt sagen, was die Quellen davon hergeben. Überwachungskameraaufnahmen zeigen Jill am Tag ihres Verschwindens noch am Nachmittag um 17.04 Uhr vor der Zentrale vom ABC zusammen mit einer Kollegin. Sie trug auf diesen Aufnahmen ein schwarzes Kleid. Das trägt sie auch auf späteren Aufnahmen noch, nur dass sie dann später noch einen Mantel darüber gezogen hat, weil es über den Tag natürlich kälter geworden ist. Was danach passiert ist, lässt sich nachvollziehen durch Aussagen von Arbeitskollegen. Sie war auf der Party für ihre Arbeitskollegin, ist dann etwas trinken gegangen und ist dann mit einer anderen Kollegin noch einmal eine Bar weitergegangen, um etwas zu trinken. Und den Weg mit ihrer Arbeitskollegin zur letzten Bar, den kann man auch anhand von Überwachungskameraaufnahmen nachvollziehen. Man sieht die beiden Frauen in Richtung der Bar gehen. Die beiden haben sich gegen 1:30 am Morgen verabschiedet. Um 1.34 Uhr sieht man sie auf Kameraaufnahmen, wie sie mit einer Gruppe von 3 Personen redet, die vorbeigehen. Eine Frau davon nimmt sie dann auch in den Arm, also sie scheint diese Leute irgendwoher zu kennen. Sie unterhalten sich kurz und dann geht Jill weiter. Dann um 1.36 Uhr geht sie in einem Crust Pizza Shop vorbei und hier macht es den Einschein, dass obwohl sie Alkohol konsumiert hat an diesem Abend, sie immer noch bei Sinnen ist, sie geht gerade, ihre Körperhaltung ist normal. Dann ist sie die Straße weiter runtergegangen, an einem Laden für Hochzeitstorten entlang mit dem Namen Jessie Cakes, dann an der Smart Skin Clinic und dann ist sie an 2 Bastelgeschäften vorbeigegangen. Sie ist dann auf der linken Seite der Sydney Road weiter Richtung Norden gegangen und ist da an einigen Geschäften vorbeigekommen. Es hat sich dann schließlich eine Mitarbeiterin von dem Laden Duchess Boutique bei den Ermittlern gemeldet und gesagt, dass sie der Meinung ist, dass sie Jill aufgezeichnet hat in ihrer einen Überwachungskameraaufnahme, die fest im Laden ist, aber man kann durch das Schaufenster quasi noch ein Stückchen von der Straße sehen. Sie hat diese Aufnahmen dann bei der Polizei eingereicht und diese wurden auch ausgewertet.
Das ist eine Aufnahme, die später sehr berühmt werden sollte und in dem Fall von Jill Maher immer wieder gezeigt wird. Dieser Laden, von dem die Überwachungskameraaufnahme kommt, ist nur ca. 400 Meter entfernt von der Wohnung, in der Jill und Tom gelebt haben. Man sieht auf dieser Aufnahme, dass Jill an dem Laden vorbeigeht und hier steht auch ein Mann in einem blauen Hoodie, der mit ihr zu reden scheint. Sie bleibt kurz stehen und redet mit ihm. Es scheint an einem Punkt so, als ob sie mit ihrem Handy nach ihm fuchtelt oder ihm etwas zeigt. Dann geht er ein Stückchen hinter ihr her, sie geht dann weiter, dreht sich noch einmal um und geht dann weg. Diese ganze Interaktion hat nicht besonders lange gedauert. Der Mann ist auch vorher auf den Aufnahmen schon aufgetaucht. Circa 4 Minuten bevor Jill vorbeikam, stand er dort schon und ist dort immer auf und ab gelaufen. Den Ermittlern kam diese Interaktion, auch wenn sie relativ kurz war, direkt seltsam vor. Denn sie meinten, in Jills Körpersprache zu lesen, dass es für sie eine unangenehme Situation war, dass sie so ein bisschen zurückhaltend war, obwohl man nicht hört, was gesagt wird und weil die Kameraaufnahme auch, wie gesagt, nur so ein bisschen abgeschnitten ist. Man sieht nicht direkt die Straße, sondern sieht die beiden nur durch die Schaufenster. Das ist keine gute Qualität. Man kann also unmöglich irgendwie die Lippen lesen oder wirklich die Gesichtsausdrücke sehen. Aber nur anhand der Körpersprache waren die Ermittler der Meinung, dass irgendetwas nicht stimmte in der Situation, dass sie irgendwie zurückhaltend war, dass sie ein komisches Gefühl hatte, mit diesem Mann zu reden. Das hat ihnen dann auch das Gefühl gegeben, dass dieser Mann möglicherweise in das Verschwinden von Jill verwickelt sein könnte oder wichtige Informationen haben könnte. Der Mann wurde zunächst in den Medien bekannt als der Mann im blauen Hoodie, weil er einen blauen Hoodie trug auf den Aufnahmen. Sie haben dann die Öffentlichkeit dazu angehalten, sich zu melden, falls sie diesen Mann erkennen sollten oder falls sie mehr Informationen zu der Tasche hatten, die man ja noch nach den Suchen in der Straße gefunden hatte. Zur Handtasche bekamen sie dann schließlich neue Informationen. Es stellte sich heraus, dass ein Ladenbesitzer die Tasche schon am Samstag gefunden hat, also den Morgen, an dem Jill verschwunden ist, und sie dann auf der Straße gesehen hat, mit in seinen Laden genommen hat und einfach niemandem Bescheid gesagt hat, der Polizei nicht Bescheid gesagt hat. Und als seine Tochter ihn dann irgendwann anrief, weil sie vom Fall von Jill mitbekommen hat in den Medien, hat er sich dann gedacht, oh, ich lege die Tasche lieber wieder zurück. Vielleicht ist das irgendwie ein Beweismaterial. Auch das, ohne der Polizei Bescheid zu sagen oder das als Beweismaterial einzureichen. Was den Ermittlern natürlich komisch vorkam. Ich weiß nicht genau, ob man sich diesen Shopbesitzer dann noch genauer angeguckt hat. Ich gehe davon aus, dass man ihn dann noch einmal befragt hat, was überhaupt der Gedankengang dahinter war, die Tasche mit reinzunehmen, niemandem Bescheid zu sagen und sie dann einfach wieder rauszulegen, ohne den Ermittlern Bescheid zu sagen. Nachdem der Fall von Jill so viel Öffentlichkeit bekommen hat und dann auch beschrieben wurde, in welcher Gegend sie unterwegs war und dass sie von einem Mann angesprochen wurde, haben sich dann einige Frauen öffentlich dazu zu Wort gemeldet, dass sie dort in der Gegend auch schon von Männern angemacht wurden, verfolgt wurden, belästigt wurden. Und teilweise beschrieben Frauen noch einen Mann, der möglicherweise auch auf das Profil von dem Mann im blauen Hoodie passen könnte. Die Ermittler behielten das auf jeden Fall im Hinterkopf. Sie haben es dann auch geschafft, an Jills Handydaten zu kommen. Das Handy selbst hatten sie ja nicht. Sie sind über ihren Mobilfunkanbieter gegangen und haben da dann die Daten abgegriffen, die Pings abgegriffen, um zu gucken, wie Jills Weg war und wo ihr Handy an welchem Punkt war. Sie konnten feststellen, dass sie am Samstagmorgen, noch in den frühen Morgenstunden, in Brunswick war, dass ihr Handy an einen der Handytower dort gepingt hat. Dann, einige Stunden später, bewegt sich ihr Handy in Richtung der Gisborne Area über eine Autobahn. Und diese Autobahn ist ebenfalls teilweise ausgestattet mit Kameras, weswegen die Ermittler sich dann hingesetzt haben und quasi alle Nummernschilder abgeglichen haben, die man irgendwie erkennen konnte, nachgeguckt haben, wer da am Steuer gesessen hat, weil sie davon ausgingen, dass sich Jill oder zumindest ihr Handy in einem dieser Autos befunden hat. Man wusste, dass sie sich dort befunden haben muss. Das heißt, alle Autos wurden sich angeguckt, alle Nummernschilder wurden sich angeguckt und abgeglichen. Und die Ermittler stießen dann auf einen Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dieser Autobahn unterwegs war. Sein Name war Adrian Ernest Bailey. Und Adrian Ernest Bailey war bereits sehr bekannt bei der Polizei als Sexualstraftäter. Adrian Ernest Bailey wurde am 14. Juli 1971 als Sohn von Ernest und Christine Edwards geboren. Er ist in Melbourne aufgewachsen, zusammen mit 3 Schwestern und mit einem Bruder.
Als er ein Teenager war, hat er dann ein junges Mädchen kennengelernt, mit ihr eine Beziehung angefangen und die beiden haben dann auch geheiratet im April 1990 und haben zwei Kinder bekommen, eins 1990 und eins 1996. Schon zu dieser Zeit, 1990, mit 19 Jahren, ist Bailey negativ aufgefallen und übergriffig Frauen gegenüber geworden. Er hat im Juni 1990, da war seine Frau gerade schwanger, im fünften Monat mit ihrem ersten Kind, ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt. Das war die Freundin von seiner Schwester. Er hat dann zwei Monate später versucht, ein 17-jähriges Mädchen zu vergewaltigen und ihr angedroht, sie umzubringen. Er hat sie wohl von einer Bushaltestelle abgefangen, soll ihr unter anderem auch ständig in die Augen gestochen haben und ihr die Klamotten runtergerissen haben. Zwei Monate nach der Geburt seines ersten Kindes im Oktober 1990 hat er ein 16-jähriges Mädchen in seinem Auto mitgenommen, die per Anhalter gefahren ist und hat auch versucht, sie zu vergewaltigen. Sie hat es geschafft, sich loszumachen, wegzulaufen und ihn bei der Polizei anzuzeigen. Und er hat sich dann im Juni 1991 schuldig bekannt dafür, dass er versucht hatte, sie zu vergewaltigen und hat hierfür dann ein Minimum von 3 Jahren im Gefängnis bekommen. Im April 1993 ist er dann wieder freigekommen. Er hat dann angefangen, wieder zu arbeiten, hat dann auch angefangen, wohl als Konditor zu arbeiten. Und 1995 hat sich seine Frau dann von ihm getrennt und auch das Sorgerecht bekommen für das erstgeborene Kind und dann auch für das zweitgeborene Kind, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt war. In dem gleichen Jahr hat Bailey dann eine neue Frau kennengelernt und mit ihr eine Beziehung angefangen. Später sollte er auch mit ihr noch einmal 2 Kinder haben. Erst 2000 hat er offiziell seinen Namen ändern lassen von Edwards auf Bailey. Warum er das hat machen lassen, das konnte ich leider nicht für euch herausfinden. 2002, während diese zweite Partnerin mit ihrem zweiten Kind von ihm schwanger war, mit seinem vierten Kind, ist er dann angeklagt worden für 16 Punkte der Vergewaltigung an 5 Frauen, 5 Prostituierten, die er wiederholt vergewaltigt haben soll zwischen September 2000 und März 2001. Seine DNA wurde auch nach einer Festnahme 2001 genommen und obwohl bekannt war, dass er schon vorbestraft war für Sexualverbrechen, ist diese DNA entweder zerstört worden oder einfach verloren gegangen. Auf jeden Fall wurde die DNA dann nicht weiter abgeglichen. Er ist auch für diese Tat dann ins Gefängnis gekommen und kam dann auf Bewährung am 17. März 2010 wieder raus. Seine Ehe mit dieser zweiten Frau war dann ebenfalls beendet. Er hatte eine neue Partnerin und lebte dann zusammen mit ihr in der Bud Street in Coburg. Im Februar 2012 kam er dann wieder vor Gericht und bekannte sich schuldig dafür, dass er einen 20-jährigen Mann geschlagen hatte. Er hatte ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ihm damit den Kiefer gebrochen und ihn bewusstlos geschlagen. Er wurde dann verurteilt für diese Tat zu 3 Monaten im Gefängnis, hat aber einen Einspruch eingereicht gegen dieses Urteil und ist dann erstmal wieder auf freien Fuß gekommen, bis dieser Einspruch genauer untersucht werden konnte, eingeschätzt werden konnte und man den eben zugelassen oder abgelehnt hat. Wie gesagt, Adrians Auto ist über die Autobahn gefahren, auf der sich Jills Handy auch befand, zu der Zeit, zu der Jills Handy sich dort befand. Man hat dann seine Handydaten untersucht und festgestellt, dass er sich quasi zeitgleich bewegt hat, sein Handy sich zeitgleich bewegt hat mit Jills. Adrian war, wie gesagt, ein Sexualstraftäter. Er hat viele Übergriffe, viele Vergewaltigungen begangen und hat sich hier teilweise auch schuldig bekannt. Weswegen die Ermittler davon ausgingen, dass Jills Verschwinden, was auch immer mit Jill geschehen war, auch sexuell motiviert gewesen sein könnte. Dass sie möglicherweise Adrian zum Opfer gefallen war. Adrian Bailey wurde am 27. September dann von der Polizei festgenommen und befragt. Er war zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt, wie gesagt, Vater von 4 Kindern. Sie haben zunächst angefangen, ja recht normal mit ihm zu sprechen. Sie hatten auch das Gefühl, dass er sehr selbstbewusst in dieses Gespräch reingegangen ist, wobei man natürlich bedenken muss, dass er auch schon oft von der Polizei befragt wurde und auch diese Situation schon ein bisschen mehr einschätzen kann oder vielleicht dann auch denkt, dass er sich da besser rausschauspielern kann aus der ganzen Sache. Sie haben ihn gefragt, was er in der Nacht von Jills Verschwinden getan hat. Er erzählte, dass er in der Stadt unterwegs gewesen ist mit seiner Freundin. Die beiden haben sich gestritten und sie sei dann irgendwann einfach abgerauscht.
Er hätte dann eine Weile nach ihr gesucht und als er sie dann nicht mehr gefunden hat, sei er selbst auch nach Hause zurückgegangen. Über dieses Szenario haben die Ermittler ihn sehr genau befragt. Über eine Stunde haben sie sich jedes Detail davon geben lassen. Warum habt ihr gestritten? Was ist dann passiert? Wo wart ihr? Wo bist du dann hingegangen? Was hast du dann gemacht? Um sich von ihm eine detaillierte Lüge quasi auftischen zu lassen. Sie wussten, dass er log und er hat auch wirklich sehr detailliert gelogen. Aber um dann später ihn damit zu konfrontieren, mit den Handydaten zum Beispiel zu konfrontieren und zu sagen, deine ganze Geschichte macht keinen Sinn, weil wir wissen, dass du zu dem Zeitpunkt ganz woanders gewesen bist und ihn so dazu zu bringen, zu gestehen, was wirklich geschehen ist. Als man ihn dann schließlich damit konfrontiert hat, was seine Handydaten sagten, wo er eigentlich gewesen ist in dieser Nacht oder an diesem Morgen, ist das Ganze so ein bisschen gekippt. Er war vorher recht selbstbewusst, einigermaßen ruhig, war sich sehr sicher mit den Dingen, die er erzählt hat. Und dann sagen die Ermittler, ist er wirklich wütend geworden. Er ist so wütend geworden, dass sie Angst hatten teilweise, dass er vielleicht irgendwie körperlich werden könnte. Es mussten dann extra noch andere Beamte vor den Befragungsraum gestellt werden, nur für den Fall, dass das Ganze doch eskalierte. Die befragenden Ermittler selbst hatten wohl nicht Angst, dass er wirklich auf sie losgehen würde. Es zeigte aber, dass auch so ein bisschen Verzweiflung mit reinspielte, dass er jetzt merkte, dass seine ganze Lüge keinen Sinn machte, dass man ihm nicht glaubte. Er hat auch einfach nur gesagt, er könnte das nicht erklären, er wisse nicht, warum dem so war, warum seine Handydaten etwas anderes sagten. Aber das war der Punkt, wo sie sich sicher waren, dass er mehr wusste zu Jills Verschwinden. Während Adrian befragt wurde, hat man dann auch seine Wohnung durchsucht. Hier wurde ein blauer Hoodie gefunden, genau so ein Hoodie, wie der Mann in der Aufnahme ihn getragen hatte. Und man fand eine kaputte SIM-Karte. Diese wurde dann eingeschickt und untersucht. Man hat dann die Seriennummer herausgefunden, hat Vodafone kontaktiert und festgestellt, dass es sich bei der SIM-Karte um die von Jill handelte. Als Adrian damit konfrontiert wurde, soll er den Ermittlern nur geantwortet haben, ich will das nicht erklären. Er hat sich dann zurückgelehnt in seinem Stuhl und einfach nur den Kopf geschüttelt. Zusammen mit Überwachungskameraaufnahmen, mit Adrians späterem Geständnis und mit den Überwachungskameraaufnahmen, die Jill zeigen, lässt sich recht gut rekonstruieren, was an diesem Abend passiert ist oder an diesem Morgen passiert ist. Ich möchte euch hier noch einmal warnen, dass das ein sexuell motiviertes Verbrechen war, dass es hier auch um einen sexuellen Übergriff und um eine Vergewaltigung geht. Und wenn ihr wisst, dass ihr das nicht ertragen könnt, ihr das lieber nicht hören würdet, dann werde ich versuchen, euch hier nochmal einen Zeitstempel reinzupacken, dass ihr das Ganze überspringen könnt. Überwachungskameraaufnahmen zeigen, wie Adrian und seine Freundin am 21. September um 19.28 Uhr zusammen in das Quiet Man Irish Hotel gehen. Die beiden sind dann später in einen Club mit dem Namen Lounge gegangen und hier gab es eine Auseinandersetzung zwischen Adrian und seiner Freundin wegen seiner krankhaften Eifersucht und seinem Kontrollzwang ihr gegenüber. Sie hat das Ganze dann nicht mehr ertragen und hat sich in ein Taxi gesetzt und ist nach Hause gefahren. Um 0.24 Uhr sieht man, wie Bailey den Club verlässt. Er scheint sehr angespannt zu sein, er hält sein Handy ans Ohr, versucht seine Freundin zu erreichen, die aber nicht mehr ans Telefon geht. Zu diesem Zeitpunkt hatte Adrian Bailey den blauen Hoodie noch nicht an. Er ist zurück nach Hause gefahren, hat sich hier den blauen Hoodie angezogen und ist dann wieder in die Stadt gefahren. Seine Freundin war wohl zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Hause, zumindest scheint es da keine Auseinandersetzung gegeben zu haben, ob sie vorher noch mal woanders hingefahren ist oder so, ist nicht klar. Und warum er sich umgezogen hat, um dann wieder in die Stadt zu gehen, ist ebenfalls nicht klar. Er ist dann auf die Sydney Road in Brunswick gegangen und hier hat er dann noch Jill gesehen. Das soll gegen 2:30 am Morgen gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt hat sie noch mit ihrem Bruder telefoniert. Nachdem sie dann aufgelegt hat, hat er sie angesprochen. Er ist neben mir hergegangen, hat versucht, irgendwie ein Gespräch aufzubauen und hat sie dann auch in eine Gasse gezogen und versucht, sie zu küssen und sie angefasst. Sie hat ihn daraufhin von sich weggedrückt und hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Adrian sagte dann in den Befragungen, das hätte ihn so wütend gemacht, dass er dann ausgerastet ist. Er hat sie dann vergewaltigt. Sie hat mehrfach gesagt, dass er damit aufhören soll und sie hat ihm auch gesagt, dass sie der Polizei das erzählen würde und daraufhin hat er sie dann erwürgt. Er sagte den Ermittlern, der Auslöser für diese Gewalttat wäre gewesen, dass sie ihm den Mittelfinger gezeigt hätte und dass sie ihm keinen Respekt gezeigt hätte, obwohl er versucht hätte, nett zu ihr zu sein. Er hat ihre Leiche dort in der Gasse liegen lassen, ist zurück nach Hause gefahren, um sein Auto zu holen und um eine Schaufel zu holen.
Er ist dann um 4.22 Uhr am Morgen in diese Gasse zurückgekehrt, hat ihre Leiche in seinen Wagen getan und ist dann mit ihr losgefahren. Er ist nach Gisborne South in Victoria gefahren, circa 45 Kilometer weg von dem Ort, an dem er Jill ermordet hat, und hat hier ein sehr flaches Grab gegraben und sie dann darin verscharrt. Auf dem Weg zurück, nachdem er Jills Leiche hatte verschwinden lassen, hatte er dann kein Benzin mehr und ist dann auf der Black Hill Road liegen geblieben. Jemand, der einfach vorbeigefahren ist, hat das mitbekommen, hat ihn dann mitgenommen zu einer Tankstelle, wo er dann Benzin gekauft hat und dann wieder sein Auto auffüllen konnte. Davon, wie er an der Tankstelle noch dieses Benzin holt, gibt es auch Aufnahmen. Das sind Aufnahmen kurz nach Jills Ermordung. Nachdem er dann angeklagt wurde und sein Gesicht auch öffentlich gezeigt wurde in den Medien, sein Name genannt wurde, hat sich dann die entsprechende Person auch bei den Ermittlern gemeldet und bestätigt, dass man ihn mitgenommen hatte bis zur nächsten Tankstelle. Um 22 Uhr am 27. September hat Adrian Bailey dann die Polizei zu dem Ort gebracht, an dem er Jill verscharrt hatte. Er ist in dem Auto wohl teilweise sehr frustriert gewesen. Die Ermittler haben immer noch versucht, so ein bisschen auf ihn einzugehen. Nicht, weil sie wirklich Mitleid mit ihm hatten oder so, sondern weil sie einfach hofften, dass er lange genug mitmachte, um ihnen zu sagen, wo Jill war. Er hat dann an einem Punkt angefangen zu weinen und hat gesagt, hier, haltet das Auto hier an, hier habe ich sie vergraben. Er hat sich dann aber geweigert, aus dem Auto auszusteigen. Die Ermittler sind dann noch 40 Meter vom Auto weggegangen und haben dann eine Stelle gefunden am Boden, die so aussah, als ob da vor kurzem die Erde aufgerüttelt wurde, als ob da jemand gegraben hatte. Und hier haben sie Jill gefunden. Sie war wirklich in einem sehr, sehr flachen Grab begraben. Die Autopsie wurde am 28. September 2012 durchgeführt. Hier wurde noch einmal bestätigt, dass Jill erwürgt wurde. Sie hatte auch Verletzungen, die auf einen Übergriff und auf eine Vergewaltigung hinwiesen. Man hat sie dann identifizieren können durch DNA-Proben, die man abgeglichen hat mit Proben von ihrem Bruder Michael. Bailey ist dann für den Mord an Jill angeklagt worden und kam dann auch in Haft. Er hat hier einen Monat nach seiner Anklage versucht, sich das Leben zu nehmen. Und er hat auch in Gesprächen mit den Ermittlern öfter angeschnitten, dass er ein schlechtes Gewissen hat oder dass er der Meinung ist, dass er nicht mehr auf freiem Fuß sein soll. Er soll unter anderem gesagt haben, das ist kein Leben, Mann, sie sollten die Todesstrafe haben für Leute wie mich. Trotz einiger Dinge, die er gesagt hat, die darauf hinweisen, dass er sich schlecht gefühlt hat. Er hat mehrfach gesagt, er hat das Gefühl, er sollte nicht wieder rauskommen und er hofft, dass das jemand hört, dass diese Aufnahmen auch jemand hört, dass er nicht mehr rauskommen sollte, weil er vorher zu lasche Strafen bekommen hat. Trotz all dieser Aussagen hat er sich im Januar 2013 nicht schuldig bekannt in dem Mord an Jill, obwohl er all das gesagt hat und obwohl er die Tat auch gestanden hat. Warum er das gemacht hat, lässt sich nicht nachvollziehen, ob seine Anwälte ihm dazu geraten haben oder er alles Vorangegangene nicht wirklich so gemeint hat. Es gibt auch Leute, die die Theorie haben, dass er einfach von Grund auf böse ist oder dass er es genossen hat, Jills Familie durch ein Gerichtsverfahren dann noch mehr Schmerzen zuzufügen, dass er gehofft hat, dass er vielleicht eine geringere Strafe kriegt. Man steckt da nicht so wirklich drin, warum er sich dazu dann entschieden hat. Ich habe euch ja eben schon gesagt, dass der Mord an Jill Marr sehr, sehr viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat und auch in den sozialen Medien sehr viel Aufsehen erregt hat. Nach der Festnahme von Bailey hat die Seite Help Us Find Jill Marr über 90.000 Follower bekommen innerhalb von 4 Tagen. Viele Leute haben ihre Gedanken dazu geteilt und es gibt Statistiken, die zeigen, dass sowohl auf Twitter als auch auf Facebook dann alle 11 Sekunden jemand etwas zum Fall von Jill Marr gepostet hat oder Jill Marr erwähnt hat. Also dieser Fall war wirklich unglaublich präsent für die Leute. Auch nachdem man die Überwachungskameraaufnahmen veröffentlicht hat, das hat die Polizei ja gemacht, um mehr Informationen zu bekommen, wurde das innerhalb von wenigen Minuten um die 7.500 Mal geteilt. Viele Leute haben ja sehr mitgelitten mit diesem Fall und haben sich sehr dafür interessiert und ihre Theorien ausgetauscht, was auf der einen Seite eine positive Entwicklung für die Ermittlung ist, dass mehr Leute so schnell wie möglich erreicht werden, dass mögliche Zeugen schneller aufmerksam werden und sich dann bei der Polizei melden. Allerdings hat das natürlich auch immer den Nebeneffekt, dass die Emotionen
sehr schnell umschwanken können und dass man sich auf eine Person quasi einschießen kann, wie auf Tom Marr am Anfang. Experten haben später gesagt, dass dieses Gefühl von Zusammenhalt und Trauer um Jill dann sehr schnell umgeschwungen ist in Hass und Aggression. Es wurde direkt am 28. September eine Facebook-Hassgruppe erstellt gegen Jills Mörder, gegen Adrian Bailey, die innerhalb von wenigen Stunden schon 18.000 Likes hatte. Die Leute haben sich da direkt drauf eingeschossen, sein Gesicht war bekannt, die Geschichte war bekannt, diese Aufnahmen waren öffentlich und deswegen haben sehr viele Leute sehr starke Emotionen in sehr kurzer Zeit zu diesem Fall entwickelt. Und manche werden sich jetzt vielleicht denken, naja, ich werde jetzt kein Mitleid mit einem Täter haben, der so schlimme Taten begangen hat. Dann gibt es eben Hassgruppen über ihn und Leute schreiben bösartige Kommentare über ihn oder wünschen ihm schlimme Dinge. Das Problem in diesem Fall ist vor allem auch, dass solche öffentlichen Kommentare, Spekulationen, bevor es ein Gerichtsverfahren gegeben hat, wirklich destruktiv sein können für die Staatsanwaltschaft und wirklich destruktiv sein können, was das Gerichtsverfahren und am Ende auch das Urteil angeht, weil man natürlich trotzdem vor Gericht die Beweise in Betracht zieht, die da sind und versucht, das Ganze rauszuhalten aus diesem öffentlichen Diskurs und diesen sozialen Medien, in denen schon darüber diskutiert wird, in denen eine Person quasi vorverurteilt wird, bevor es ein richtiges Gerichtsverfahren gegeben hat. Auch Jills Ehemann hat das dann nach der Festnahme noch einmal öffentlich gesagt, dass er zwar unglaublich dankbar ist für die ganze Unterstützung und das auch sehr rührend findet, dass die Leute so mitfiebern und seiner Familie wünschen, dass das geklärt wird, aber dass es auch gefährlich sein kann für das ganze Gerichtsverfahren, dass es möglicherweise dafür auch sorgen kann, dass Bailey nicht das Urteil bekommt, das sich die Familie erhofft. Die Polizei hat sich dann auch direkt an Facebook gewandt und Facebook gebeten, diese Seite runterzunehmen und da ein bisschen mehr zu filtern, weil sie gesagt haben, es ist super wichtig, dass sobald eine Person festgenommen wird, nicht mehr öffentlich, bis zum Ende des Gerichtsverfahrens, nicht mehr öffentlich so viel darüber spekuliert wird, über die Person, was sie gemacht hat, warum sie das gemacht hat. Und diese Person quasi so eine Hasswelle abbekommt, weil dann die Verteidigung natürlich das verwenden kann und sagen kann, mein Klient hat in diesem Land überhaupt gar keine Möglichkeit auf ein gerechtes Gerichtsverfahren, weil es schon ja ein öffentliches Urteil gibt, weil es schon ein Trial bei Social Media gibt, also ein Gerichtsverfahren schon gab in den sozialen Medien. Es wurde hier schon ein Urteil öffentlich gesprochen. Der öffentliche Konsens ist, er ist schuldig, er ist ein schlimmer Mensch, er ist ein Monster. Und deswegen ist diese Grundlage im Zweifel für den Angeklagten oder jeder hat erstmal diese Unschuldsvermutung, bis etwas anderes bewiesen wurde vor Gericht, ist die hinfällig in dem Fall. Facebook hat sich trotz der Aufforderung der Staatsanwaltschaft dann geweigert, diese Seite runterzunehmen oder die Kommentare irgendwie zu filtern, weswegen dann County Court Judge Sue Pullen eine Regelung eingeführt hat, die besagte, dass niemand in diesem Fall darüber reden sollte, was es vorher schon für Urteile gegeben hatte gegen Adrian Bailey. Keine Spekulationen über ihn oder über irgendwelche Anhörungen, die in diesem Verfahren stattgefunden hatten, dass nichts davon öffentlich gepostet werden sollte, um die Gefahr ein bisschen zu mindern, dass seine Verteidigung das alles gegen die Staatsanwaltschaft nutzen konnte und Adrian Bailey dann möglicherweise sogar auf freien Fuß kam. Und diese Sorge sollte durchaus berechtigt sein, denn 2 Wochen später hat dann Baileys Anwalt Saul Holt einen Antrag eingereicht und damit argumentiert, dass diese 9 Anklagepunkte gegen Adrian Bailey fallen gelassen werden sollten, weil er in den Medien quasi schon so diffamiert wurde und weil man nicht in der Lage sein würde, eine neutrale Jury zu finden in diesem Fall. Der Richter hat sich dann doch dafür entschieden, dass das Gerichtsverfahren weitergehen sollte, aber diese Einschränkung, was über den Fall gesagt werden durfte, was über Bailey gesagt werden wurde, wurde noch einmal verschärft. Im April 2013 hat Bailey dann seinen ersten Plea revidiert. Er hat sich dann doch schuldig bekannt für den Mord an Jill Marr. Er hat sich dann am 26. April 2013 nicht schuldig bekannt für einige andere Sexualverbrechen, die er in den 2000ern in Melbourne begangen haben soll. Man hat dann im Gerichtsverfahren die Victim Impact Statements gehört von Jills Familie und von ihrem Ehemann. Ihr Ehemann hat gesagt, was von mir gestohlen wurde am 22. September 2012,
war Liebe. Meine beste Freundin und meine ganze Welt. Ich denke an die Verschwendung dieses brillanten Geistes und dieser wunderschönen Seele. Ich bin nur noch eine halbe Person wegen dieses Verbrechens. Auch Jills Vater George hat ausgesagt, er ist im Gerichtssaal zusammengebrochen und hat gesagt, dass er niemals mit ansehen wird, wie seine Tochter ebenfalls Kinder haben wird, dass er nie sehen wird, was sie noch aus ihrem Leben machen kann und dass das etwas ist, was ihm genommen wurde im Leben, was ihm und seiner Frau genommen wurde. Und auch Jills Mutter und ihr Bruder haben noch einmal darüber gesprochen, wie sehr sie das zerrissen hat und was für einen furchtbaren Schmerz sie jeden Tag erleiden, weil Jill nicht mehr unter ihnen ist. Es wurde dann auch noch eine Mitarbeiterin vom ABC gehört, die unter anderem gesagt hat, dass einige Kollegen von Jill beim ABC dann auch in Therapie gegangen sind, nachdem sie ermordet wurde, um das Ganze aufzuarbeiten, weil es für ihr komplettes Team und für alle ihre Arbeitskollegen unglaublich schwer zu ertragen war, dass sie auf so grausame Art und Weise ihr Leben verloren hat. Bailey hat sich selbst dann auch noch einmal zu Wort gemeldet. Er hat sich entschuldigt dafür, was er getan hat und hat gesagt, dass er sich darüber im Klaren ist, dass er ein sehr wertvolles Leben zerstört hat und auch noch viele weitere Leben zerstört hat in der Nacht, in der er Jill ermordet hat. Kurz vor der Strafmaßfestsetzung wurde dann diese Regelung aufgehoben, dass man quasi nicht mehr darüber sprechen sollte, was mit Bailey geschehen ist, vorher, was er vorher für Anklagen hatte, was seine kriminelle Vorgeschichte war. Und das ist dann auch nochmal alles an die Öffentlichkeit gekommen. Und da wurde erst so richtig klar, was dieser Mann alles getan hat. Am 19. Juni 2013 bekam er dann sein Strafmaß. Er bekam lebenslange Haft mit der Möglichkeit nach Bewährung erst nach 35 Jahren. Jills Familie saß nur wenige Meter hinter ihm. Er hat während dieses Urteils niemanden angeguckt und einfach nur auf den Boden gestarrt. Jills Vater George hat dann nach diesem Urteilsspruch vor dem Gerichtsgebäude nochmal mit den Medien gesprochen und gesagt, dass jetzt endlich Gerechtigkeit herrschte, dass jetzt es endlich ein Urteil gab, mit dem die Familie auch zufrieden war. Adrian Bailey war damit nicht zufrieden. Er hat einen Einspruch eingereicht und gesagt, dass das Minimum seines Urteils 35 Jahre zu hoch wäre. Und er nahm auch Anstoß daran, dass der Richter ihm unterstellt hätte, dass er ein perverses Vergnügen dabei empfunden hätte, Jill zu ermorden. Dieser Einspruch wurde schon 10 Minuten in die dazugehörige Anhörung abgewiesen. Im März 2015 wurde Bailey dann noch einmal für 3 weitere Vergewaltigungen schuldig gesprochen, an 2 Prostituierten und an einer niederländischen Backpackerin. Diese haben sich dann getraut, nachdem der Fall von Jill so stark in den Medien war und so in der Öffentlichkeit war, auch mit ihren eigenen Geschichten zu der Polizei zu gehen und ihn anzuzeigen für die Übergriffe. Er hat hierfür dann nochmal ein Urteil bekommen von 18 Jahren im Gefängnis und sein Minimum im Gefängnis, bevor er dann die Möglichkeit auf Bewährung hatte, wurde um 8 Jahre hochgesetzt, von 35 auf 43 Jahre. Bailey hat dann noch einmal Einsprüche eingereicht gegen 2 der 3 Urteile wegen der Vergewaltigung und dann noch einmal, weil die Zeit, die er mindestens im Gefängnis verbringen sollte, verlängert wurde. Ihm wurden dann 3 Jahre schließlich wieder abgezogen im Juli 2016. Das heißt, er ist Stand jetzt in der Lage, 2055 rauszukommen auf Bewährung. Wenn das direkt klappt beim ersten Bewährungsantrag, dann wäre er 83 Jahre alt. Baileys Verteidiger hat hier unter anderem noch einmal angeführt, dass Adrian Bailey alkoholabhängig war, dass er mit Borderline diagnostiziert wurde und dass er als Kind von seinem Vater physisch misshandelt wurde, dass er geschlagen wurde und dass eine weibliche Angehörige von Bailey ihn sexuell missbraucht haben soll. Es gab einige Folgen nach dem Urteil gegen Adrian Bailey. Unter anderem wurden neue Auflagen eingeführt für Sexualstraftäter und allgemein für Personen, die auf Bewährung draußen sind. Bailey ist oft auf Bewährung rausgekommen und hat oft gegen seine Bewährung verstoßen, ist dann aber trotzdem nicht mehr wieder ins Gefängnis gekommen und hat anscheinend auch keine Geldstrafen bekommen, die hoch genug gewesen wären. Man hat sich da genauer mit auseinandergesetzt, wie das sein konnte, dass er so geringe Strafen gekriegt hat, immer wieder auf Bewährung rausgekommen ist, obwohl bekannt war, dass er Wiederholungstäter war und dass die Gefahr groß war, dass er die gleichen Taten wieder begehen würde. Es gab außerdem einige Kritik an dem Polizeisystem in Victoria. Wie gesagt, das mit der DNA war ein riesengroßer Kritikpunkt, dass er gestanden hat, diese Taten begangen zu haben, man seine DNA genommen hat und die dann
verloren gegangen ist, irgendwo während dieser ganzen Vorgänge. Er hat innerhalb von 6 Monaten mindestens 16 Attacken auf Frauen ausgeübt, mindestens 16 Übergriffe, sexuell motivierte Übergriffe, Belästigung, Vergewaltigung. Ist einfach 6 Monate frei rumgelaufen und hat diese Taten begangen, ohne dass es da Konsequenzen gegeben hätte. Einige Ermittler, die im Fall von Jill tätig gewesen sind, haben sich tatsächlich dann aus der Mordkommission zurückgezogen, nachdem der Fall durch war, weil er sie so emotional mitgenommen hat, dass sie sich nicht mehr bereit gefühlt haben, weiter in diesem Feld zu arbeiten. Einer der damaligen Ermittler hat auch gesagt, dass sie sich sehr schlecht gefühlt haben im Nachhinein, dass sie Tom Marr, Jills Ehemann, so verdächtigt haben und dass sie ihm ja so eine furchtbare Zeit aufgebürdet haben, während er quasi noch so ein bisschen im Fokus der Ermittlungen stand, dass auch so viele Leute von außen ihn verdächtigt haben, obwohl er eigentlich in Ruhe hätte trauern sollen um seine Ehefrau. Über das öffentliche Interesse an Jills Fall habe ich ja eben schon gesprochen. Das war teilweise wirklich problematisch, nicht nur wegen dieser Vorverurteilung in den sozialen Medien, über die ich schon gesprochen habe, sondern auch, weil Leute dann wussten, ein Adrian Bailey wurde festgenommen für den Mord an Jill. Und sie haben dann in den White Pages einen Mann ausgemacht, der in Coburg ebenfalls lebte und der eingetragen war dort mit seiner Adresse als A. Bailey. Die Leute dachten dann, das wäre Adrian Bailey. Er war es nicht. Es war ein Mann mit dem Namen Andrew Bailey, der absolut nichts mit dem Fall zu tun hatte. Dennoch dann unglaublich viele bösartige Nachrichten bekommen hat, Leute, die irgendwie ihm Dinge angedroht haben, die Medien standen da teilweise vor der Tür, weil das irgendwie niemand gecheckt hat, dass er nichts damit zu tun hat. Und dieser Mann hat wirklich viel gelitten in kurzer Zeit, weil es so einen Hass auf den Täter gab und so einen Fokus in der Öffentlichkeit, dass da quasi Sachen teilweise gar nicht hinterfragt wurden, sondern die Leute da einfach mit aufgesprungen sind und dann unschuldige Menschen drunter gelitten haben. Adrian Bailey soll sich auch im Gefängnis noch mit Hass konfrontiert gesehen haben. Andere Insassen sollen angedroht haben, dass sie ihm etwas antun wollen. Und noch 2019 gab es eine physische Auseinandersetzung mit einem anderen Insassen mit dem Namen Stephen Hunter. Weswegen es da diese Auseinandersetzung gab, ist nicht bekannt. Im September 2012 hat ein unbekannter Straßenkünstler ein Gedenkbild gemalt für Jill mit dem Namen R.I.P. Jill, das an einer großen 20 Meter Mauer war dort in Melbourne. Allerdings wurde dann im November 2012 das komplett übergemalt. Es gibt aber immer noch Bilder von diesem Bild, das er gemalt hat. Das ABC hat auch ein offizielles Statement rausgegeben, nachdem bekannt war, dass Jill tatsächlich gestorben ist, dass sie ermordet wurde, indem sie noch einmal darüber geschrieben haben, wie dankbar sie sind für die Arbeit der Ermittler und was für ein toller Mensch Jill war und was für eine Bereicherung sie für das Team gewesen ist. Wie traurig sie sind, dass sie jetzt nicht mehr unter ihnen ist. Außerdem haben Anwohner aus der Gegend, auch Fremde oder Freunde und Bekannte von Jill, dort in der Straße, wo sie zuletzt gesehen wurde, oft Blumen niedergelegt und ihr noch einmal gedacht, sind noch einmal die Straße runtergegangen, in denen Jill ihre letzten Atemzüge gemacht hat. Es gab auch einige Gedenkveranstaltungen für sie, unter anderem Gottesdienste sowohl in ihrer Heimat in Irland als auch in Australien selbst. Und am 30. September 2012, 2 Tage nachdem man Jills Leiche gefunden hatte, hat ein Fotograf mit dem Namen Philip Werner einen Gedenkmarsch veranstaltet für Jill. Er ist davon ausgegangen, dass nur ein paar hundert Leute kommen würden, um die Straßen lang zu laufen und Jill zu gedenken. Es waren am Ende in der Sydney Road rund 30.000 Menschen, die mitgelaufen sind, um Jill zu gedenken, was nochmal in Perspektive rückt, finde ich, wenn man diese ganzen Menschen sieht, wie viele Leute wirklich involviert waren in das Ganze, emotional involviert waren, sich interessiert haben an Jills Schicksal irgendwie teilgehabt haben und ihr gedenken wollten. Aber diese Veranstaltung war nicht nur für Jill selbst, sondern sie sollte auch als Symbol dienen und auch als Zeichen der Solidarität dienen im Allgemeinen für Frauen und in Gedenken an Frauen und ganz besonders eben als Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen. Da ist dann nochmal das Ganze so ein bisschen mehr in die Medien gerückt und es gab wieder ein bisschen mehr Diskussion darüber, wie gefährlich es nach wie vor ist für Frauen, alleine draußen nachts unterwegs zu sein,
wie viele Frauen Übergriffen zum Opfer werden oder Angst haben müssen, Opfer von Übergriffen zu werden. Jills Beerdigung fand am 4. Oktober 2012 im Kreise ihrer Familie statt. Ihre Arbeitskollegen waren ebenfalls vor Ort, das war in Melbourne selbst. Und dann gab es am 5. Oktober 2012 noch eine Messe in Irland, wo auch nochmal hunderte von Menschen dazugekommen sind, um Jill zu gedenken und Abschied zu nehmen. Es gab dann rund um den Fall von Jill noch einen Aufschrei in den Medien im November 2013, denn da kam raus, dass ein ehemaliger Sergeant der Victoria Police ein Bild gezeigt hatte von Jills halbnackter Leiche am Fundort ihrer Leiche. Er hat das Ganze gezeigt im Rahmen von einer Veranstaltung an der Prostate Cancer Foundation von Australien, wo er eine Rede gehalten hat über Morde, über Mordfälle als ein ehemaliger Ermittler. Und ja, da hat er im Rahmen seines Vortrags dieses Bild gezeigt und es kam dann später raus, dass diese Veranstaltung eben nur den Aufschrei ausgelöst hat, weil so viele Leute da waren. Er hat das aber schon in anderen Vorträgen schon mal gemacht. Also er hat öfter dieses Bild von Jill gezeigt in seinen Vorträgen, wenn er über Mordopfer geredet hat. Die Polizei von Victoria hat sich dann noch einmal öffentlich dazu gemeldet und hat sich entschuldigt dafür, dass das passiert ist. Und der Detective selbst hat sich auch entschuldigt, hat es aber gerechtfertigt damit, dass er das Bild nur ganz kurz gezeigt hat und hat auch gesagt, dass er da die Unterstützung von Jills Familie hätte. Da habe ich jetzt aber nichts Genaueres zu rausgefunden. Ob er dieses Einverständnis der Familie wirklich hatte, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. In welchem Zusammenhang seines Vortrags über Mordfälle er das gezeigt hat, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Wie lange, das war ebenfalls nicht. Ich selbst bin, das wisst ihr, wenn ihr meine Videos guckt, dagegen Bilder von Mordopfern zu zeigen, weil ich persönlich das einfach respektlos finde, den Opfern und auch den Familienangehörigen gegenüber. Ich, ja, tue mich sehr schwer damit, dass das passiert ist, aber ich kann, wie gesagt, auch nicht einschätzen, ob er da wirklich ein Einverständnis von der Familie hatte oder nicht. Tom Marr, Jills Ehemann, ist nach dem Tod seiner Frau im August 2013 zurückgekehrt nach Irland, in seine Heimat. Er ist nicht in Australien geblieben, er ist nur im November 2014 nochmal wiedergekommen, um seine Unterstützung zu zeigen für das White Ribbon Movement. Das ist eine Kampagne, um die Gewalt gegen Frauen zu stoppen. Er hat darüber dann auch noch einen Artikel geschrieben am 18. Mai 2015 mit dem Titel The Danger of the Monster Myth, also die Gefahr des Monstermythos. Er hat hier nochmal darüber geschrieben, wie er diese ganze Situation rund um die Ermittlungen und die Anhörung wahrgenommen hat. Aber er konzentriert sich auch sehr darauf, was das grundsätzliche Problem ist. Dass es ein grundsätzliches Problem ist, dass die Männer, die Sexualstraftaten begehen, quasi als etwas ganz Fremdes, als ein Monster, als etwas, was ganz weit weg ist, dargestellt werden. Und er hat auch selber über sich selbst gesagt, er sieht aus wie ein Vergewaltiger, ich sehe aus wie ein Vergewaltiger, jeder von uns könnte ein Vergewaltiger sein. Und es ist super gefährlich, da quasi das an einer Person festzumachen und zu sagen, das ist jetzt das Monster, wenn es ein systematisches Problem ist. Und er hat gesagt, dass ein ganz großer Punkt ist bei der Gewalt von Männern gegen Frauen, dass entweder der Mann, der übergriffig geworden ist, der die Vergewaltigung oder die Gewalttat begangen hat, nicht der typische Böse ist für die Leute, dass sie da dieses Monster nicht reinprojizieren können und oder dass das Opfer nicht ja jemand ist, zu dem die Leute einen Bezug haben können, wo sie eine Sympathie aufbauen können und deswegen da quasi so ein Disconnect herrscht. Und er hat auch darüber gesprochen, dass viele Opfer eben schweigen, wenn ihnen schlimme Dinge passieren und dass viele Opfer Gewalt auch erfahren von Menschen, die ihnen nahestehen. Und er hat auch darüber geschrieben, dass die Gefahr und das, was dann entsteht durch diesen Monstermythos ist, dass der Sexualstraftäter dieses andere, dieses Monster ist und deswegen es
kein Selbsthinterfragen gibt, dass übergriffige Kommentare oder übergriffiger Körperkontakt im Alltag dann eher runtergeredet wird und klein gemacht wird, weil man sagt, okay, aber ja, der Kevin XY aus Marketing hat jetzt einen blöden Witz gemacht oder hat sie irgendwie angefasst, als sie was kopiert hat, aber der ist ja eigentlich nicht so einer, weil wir haben ja den Monstermythos, der hier oben steht und so sieht ein Täter aus. Kevin aus Marketing ist kein Täter nach diesem Schema oder, was in diesem Fall besonders extrem ist, Bailey hat schon mehrere Frauen wiederholt vergewaltigt und diese haben das auch angezeigt, bevor es den Mord an Jill gab. Diese Frauen sind auch zur Polizei gegangen und er ist für diese Taten auch verurteilt worden, hat dafür dann aber nur 8 Jahre bekommen. Diese Frauen waren Prostituierte und es scheint so, und das unterstellt Tom auch, und ich würde da mitgehen, dass die Richter mit diesem Urteil nicht so hart waren, wie sie es vielleicht gewesen wären, wenn die Frauen keine Prostituierten gewesen wären. Dass in diesem Fall es da ein lascheres Urteil gegeben hat, aufgrund ihrer Berufswahl, weil das in irgendeinem verqueren Weg als Berufsrisiko eingeschätzt wird und die Frauen, ich will es gar nicht aussprechen, aber das unterstellt wird, dass die Frauen selber schuld sind, im Grunde. Und er hat gesagt, das ist super gefährlich, weil das Menschen wie Adrian Bailey nicht vermittelt, vergewaltige nicht, denn sonst kommen die und die Strafen auf dich zu, sondern pass auf, wen du vergewaltigst. Denn wenn du diese Gruppe vergewaltigst, bekommst du nicht gleichen Strafen, wie wenn du diese Gruppe vergewaltigst. Wäre der Aufschrei genauso groß gewesen, wenn es nicht Jill gewesen wäre, sondern eine andere Frau. Und das ist ja ein grundsätzliches, systematisches Problem, was er da aufdeckt. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass er die Kraft hat, noch sich so viel für Frauen einzusetzen und sich so viel rund um die Problematik einzusetzen, obwohl er selbst so ein furchtbares Schicksal erlitten hat und ich es auch sehr gut nachvollziehen könnte, wenn er einfach versuchen würde, sich da rauszuziehen. Aber er sagt ganz klar, dass er sich eben einsetzt gegen solche Gewalt und fordert da auch deutlich andere Männer dazu auf, nicht zu schweigen, sondern etwas zu sagen, wenn sie merken, dass Männer übergriffig werden oder ja, Frauen bedrängen. Das ist ganz, ganz knapp runtergebrochen, was es da für Artikel zu gibt, was in dem Artikel von Tom steht. Ich werde euch die Quellen nochmal unten reinpacken, dann könnt ihr selber dazu nochmal etwas lesen. Es ist ein Thema, das mich selbst auch sehr viel beschäftigt und das mich jetzt auch in der Aufnahme, es kann sein, dass ihr jetzt einige Schnitte hattet eben in dem Abschnitt, weil mich das auch sehr auffühlt und es mir auch sehr wichtig wäre, dass es da mehr Umdenken gibt und ja, mehr sensibilisiert wird in der Gesellschaft. Nun noch einmal das Wort an Tom Marr über seine Ehefrau Jill und darüber, wie er mit ihrem Verlust nach wie vor kämpft. Ich stellte mir die scheinbar endlos lange Zeit vor, die wir zusammen haben würden. Ich stellte mir unsere zukünftigen Erlebnisse vor und all die unvorhersehbaren, lächerlichen Momente, die unsere gemeinsame Existenz ausmachen würden. Ich träumte davon, was wir in 5 Jahren tun würden. In 10 Jahren, in 20 oder 30 Jahren. Wir schafften es nie bis 5. Jill kommuniziert mit uns durch diesen Lebensraum in diesen Wäldern, wo wir uns verbinden. Durch die, die sie liebte und die sie liebten. Und durch jeden, der das Leben so lebt, wie sie es tat. Voller Liebe, Mitgefühl, Lachen und einer Kraft und Energie, die buchstäblich atemberaubend war. Danke, dass du mir konsequent und beharrlich beigebracht hast, wie man lebt, wie man denkt, wie man die Liebe ganz und gar umarmt und dass du das Feuer bezeugt hast, das du in unserer kurzen Zeit auf dieser Erde in mir und in so vielen anderen entzündet hast. Du wirst in jedem Augenblick eines jeden Tages geliebt. Das war der Fall von Jill Marr. Ein sehr trauriger Fall mit sehr vielen Facetten, mit sehr vielen, ja, Dinge, die mit reingespielt haben, auch ein sehr emotionaler Fall, ein Fall, der in den Medien sehr emotional war, natürlich wie immer für die Angehörigen auch unglaublich emotional war und ja, vielleicht hat man es gemerkt, dass es mich zwischendrin auch emotional gemacht hat. Es würde mich jetzt sehr interessieren, wie ihr zu diesem Fall steht. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare.
Ich weiß gar nicht, ob ich so eine richtig gezielte Frage in diesem Fall stellen kann, weil es, ich weiß, ich bin mir bewusst, es war sehr viel. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem irgendwie für euch ordnen und mir folgen. Schreibt mir gerne, wie ihr euch mit diesem Fall fühlt, unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.